Scheinbar gibt es den freien Willen, aber eben nur scheinbar. Ich habe Wahlmöglichkeiten, wenn ich vor einer Entscheidung stehe. Prüfe ich anschließend, merke ich, dass entweder ein Impuls von innen oder ein Umstand von außen oder beides zusammen in der Kombination genau zu dieser Entscheidung führen muss. Das kann man überprüfen. Und wenn ich das überprüft habe und feststelle, dass letztlich die Entscheidung gefallen ist, kann ich nicht mehr an den freien Willen glauben. Ja, man könnte vielleicht sagen, was ist dann, wenn es wirklich keinen freien Willen gibt oder so, ne? Wozu sind wir dann überhaupt auf dieser Welt oder wozu gibt es überhaupt die Welt? Selbst das, was Sie gerade hier sehen und hören, ist Teil einer gigantischen Simulation. Und das Universum ist hierbei schier unerschöpflich. Denken Sie nur mal an ein Baumblatt, denken Sie an ein Gesicht, keines gleich dem anderen. Dann spielen wir auch noch Spiele sozusagen im Spiel, Filmemacher und so weiter. Das ist alles eine bombastische Simulation. Bewusstsein ist alles, was ist. Die Quelle allen Seins manifestiert sich, muss sich manifestieren, weil sie sich zum Ausdruck bringen will, zum Ausdruck bringen muss. Und was dabei rauskommt, ist die Welt. Und die Welt hat sozusagen dann nur den Sinn, dass sie Ausdruck dieser Quelle ist. Und in dem Augenblick, wo das erkannt wird, wo das akzeptiert werden kann, steht im Vordergrund aller Aktivitäten schlicht und ergreifend das Leben selbst.